Ja, schönen guten Vormittag allseits. Ich darf euch begrüßen zur nächsten Session hier mit drei sehr unterschiedlichen Themen, die thematisch nicht unbedingt zusammenhängen, aber jedes für sich sehr interessant ist. Bevor wir beginnen, nochmal den Hinweis mit der Bitte, diejenigen, die die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben zur Konferenz, es gibt hier so ein zwischen den Namensschildern ein Zettel mit URL und Code zum Anmelden zu der Umfrage. Und wenn ihr das noch vor der Mittagspause macht, habt ihr die Chance, bei der Verlosung von Büchern und Gadgets so teilzunehmen. Und das Konferenzteam oder die Foskis wäre sehr froh, Feedback zu bekommen zur Konferenz. Gut, kommen wir zum ersten Sprecher, Stefan Küspert. Er ist lokal hier verankert. Er ist Doktorand an der Uni Passau und an der TH Deggendorf. Und sein Thema ist, wie man durch moderne Methoden wie Crowdsourcing, Augmented Reality die Akzeptanz von räumlichen Planungen bei den Bürgern erhöhen könnte, indem man sie auch einbindet, zum Beispiel beim Datensammeln, so wie ich es verstanden habe. Aber bin ich schon sehr gespannt drauf und bitte. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag Steigerung der Akzeptanz räumlicher Planungen durch freiwillig gesammelte Geodaten. Wie schon gesagt, ich habe da so eine Sonderstellung. Ich bin auf der einen Seite wissenschaftlicher Mitarbeiter in Deggendorf an der Technischen Hochschule und promoviere aber an der Universität Passau zum Thema Partizipation in räumlichen Planungsprozessen. Für meinen Vortrag habe ich folgende Agenda vorbereitet. Zunächst einmal die Problem- und Zielsetzung von Partizipationsprozessen in räumlichen Planungen. Dann inwiefern sich Lösungen mit Open-Source-Produkten ergeben lassen. Dann die Vorstellung, kurze Vorstellung der Applikation, die wir im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Technischen Hochschule Deggendorf entwickelt haben, um diese Probleme möglicherweise zu lösen. Und dann möchte ich Ihnen auch noch einen ersten Eindruck von den Ergebnissen liefern, die wir bereits errungen haben, um die dann auch gleichzeitig zur Diskussion zu stellen. Ja, wo ist das Problem an Beteiligungsprozessen bei der Raumplanung oder räumlichen Planung? Der Hauptpunkt ist mit Sicherheit, dass regionales Wissen aufgrund von mangelnden Partizipationsmöglichkeiten weitgehend ungenutzt bleibt. Jetzt habe ich Ihnen hier mal zwei Beispiele mitgebracht aus meinem Nahraum. In Deggendorf ist es zum Beispiel der Karlturm, der sehr heiß diskutiert und auch umstritten ist. Es ist ein Bürogebäude, das den Kirchturm in Deggendorf bei Weitem überragt. Das ist in Bayern per se schon ein Problem. Und ein Passau-Beispiel vielleicht noch, ist auch aktuell oft in den Medien, da soll die Impromenade, also der alte Baumbestand der Impromenade, zugunsten des Hochwasserschutzes weichen. Und die Frage ist halt, wie schafft man es, unterschiedliche Bürgermeinungen, die mit Sicherheit zu diesen Themenbereichen vielfältig vorliegen, aufzugreifen, zu verorten und unterschiedliche Lösungsansätze zu diskutieren und gegenüberzustellen. Wenn man es nicht tut, hat man zwei Probleme. Zum einen muss die Fachplanung die Wissenslücken sehr aufwendig erheben. Das kann durch Kartierung oder Befragungen stattfinden. Und zum zweiten hinterlässt es immer den Beigeschmack, dass die Bürger eben nicht transparent eingebunden sind in den Beteiligungsprozess. Bestes Beispiel, oft zitiert, Stuttgart 21, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dementsprechend war die Zielsetzung unseres Forschungsvorhabens an der Technischen Hochschule, die Beteiligungsprozesse zu digitalisieren. Und da ziehen wir eben zwei Techniken in Betracht, zum einen das Crowdsourcing, zum anderen Augmented Reality, die wir dann in einer mobilen Anwendung verschmelzen wollen, mit dem Ziel, Beteiligungsprozesse zum Bürger zu bringen und Bürgerwissen aktiv einzubinden. Und in diesem Zusammenhang haben wir sehr viele Schnittstellen mit Open-Source-Lösungen.
Unter anderem verwenden wir eben OpenStreetMap als Basiskarte für das Crowdsourcing. Wir brauchen natürlich den Prosumenten, also den Konsumenten und Produzenten von Daten, um die zu erheben. QGIS natürlich, um entsprechende Analysen durchzuführen, aber auch SketchUp oder 3D Warehouse, um 3D-Modelle zu implementieren in unsere Augmented Reality. Ja, nun gut, normalerweise, ich denke mal, ich brauche nicht erklären, was Crowdsourcing bedeutet, aber zur Vollständigkeit halber, es geht um die Auslagerung der Probleme an eine bestimmte Zielgruppe mit der Intention, dass Entscheidungen, die auf kumulierten Informationen einzelner Gruppen getroffen werden, bessere Lösungsansätze darstellen, als es vielleicht Entscheidungen einzelner Experten oder Teilnehmer tun. Und natürlich gibt es schon diverse Crowdsourcing-Tools, die das auf einer interaktiven WebGIS-Karte schon anwenden. Mängelmelder, Meldemax oder Sachsdorf und Friedrichshafen, um nur einige zu nennen. So sieht dann letzten Endes der Ausschnitt vom Pub im Plan aus mit dem Crowdsourcing-Bereich. Sie haben eben eine interaktive WebGIS-Karte, wo Sie Marker setzen können zu unterschiedlichen Themenbereichen in unterschiedlichen Projektgebieten, die definiert sind. Und der zweite Baustein, wie ich schon angesprochen habe, ist eben Augmented Reality. Warum Augmented Reality? Die Planungsvorhaben sollen natürlich den Bürgern visualisiert werden, bessere Vorstellungen zu ermöglichen, um von unterschiedlichen Standpunkten, also individuellen Standpunkten der Bürger, die Planungsvorhaben in Betracht zu ziehen. Beispiele, wo Augmented Reality, also die Erweiterung der realen Umgebung mit digitalen Inhalten bereits zu finden ist, ist natürlich ein Head-Up-Display beispielsweise. Wir verwenden kein Marker-basiertes Augmented Reality, sondern über GPS-basiert sozusagen verorten wir die Position und nutzen halt dann die Neigungssensoren, das Magnetometer beispielsweise oder eben das GPS, um die Position der Objekte zu verorten. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Windrad, weil es eben in Bayern auch sehr stark diskutiert und umstritten ist, die Planung von Windparks. Die Intention ist eben, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, von ihrer Haustür aus in Betracht zu ziehen, inwiefern sie die Planungsvorhaben beeinflussen. Also wie weit ist es tatsächlich von dem individuellen Standpunkt entfernt, in welcher Größe ist es geplant. Und das können die Bürger eben mit ihrem Smartphone dann ganz interaktiv selbst erkunden und sich eine Meinung darüber bilden. Die Applikation sieht dann folgendermaßen aus. Es ist der Großteil ist browsergestützt, das heißt, Sie können sich anmelden oder auch nicht. Also die Informationen liegen bereits transparent dann vor, wenn Sie nur einen Überblick sich beschaffen wollen. Wenn Sie sich anmelden, haben Sie die Möglichkeit zu kommentieren, mitzudiskutieren oder auch zu voten, das zeige ich gleich noch. Dann sehen Sie erstmal auf unserer Startseite den Überblick der angelegten Projekte, der registrierten Nutzer oder der eingereichten Meldungen inklusive Projektfotos. Und dann gelangen Sie schon sozusagen zum Herzstück, die interaktive WebGIS-Karte basierend auf OpenStreetMap, wo Sie eben dann mit unterschiedlichen Markern zu unterschiedlichen Themenbereichen, das heißt, wir haben jetzt mal definiert Energie, Mobilität, Freizeit, Gewerbe und Städtebau, dann Ihre Meinung kundtun können oder zu angelegten Projekten eben Ihren unterschiedlichen Standpunkt äußern können. Sie haben dann auch die Möglichkeit, Fotos hochzuladen oder Meldungen anderer Nutzer zu kommentieren, abzuvoten, downzuvoten, um eben unterm Strich so ein Meinungsbild zu generieren, was denn der Stand der Dinge über unterschiedliche Planungsvorhaben auszeichnet. Also Pub im Plan gibt Ihnen eine Stimme und lässt Sie teilhaben. Pub im Plan macht Ihre
Projekte aber auch transparenter, weil wir eben noch eine Projektebene mit eingefügt haben, die Ihnen zunächst mal eine Detailinformation verschafft, die aber auch eine ausführliche Beschreibung von Projekten ermöglicht, genauso wie eine Festlegung von Projektgebieten und eben dem Projektverlauf immer wieder mitdokumentiert, sei es jetzt über Meilensteine als auch so eine chronologische Ordnung. Und zu guter Letzt, Pappenplan visualisiert ihre Visionen, weil die Bürger eben auch ihren individuellen Standpunkt darstellen können und über die große Datenbank von SketchUp dann auch ihr Modell beispielsweise selber anlegen oder dann veröffentlichen können. Ja, erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt haben wir im Rahmen von einer Dorferneuerung gesammelt. Dort haben wir die klassischen Prozesse sozusagen durchlaufen und das Ergebnis, das wir dann mittels QGIS ausgewertet haben, ist ganz interessant. Man kann eben die Markerpositionen dann zu Heatmaps verschmelzen, Dichtekoeffizienten berechnen oder unterschiedliche Attribute miteinander verschneiden, also die ganze Bandbreite, was QGIS an Funktionalität eben hergibt, mit dem Ziel, dann genau zu verorten und parzellenscharf abzugrenzen, wo denn die Bedürfnisse der Bürger in der Gemeinde oder in dem Fall in der Dorferneuerung vorhanden sind. Und da kam eben bei unserem Beispiel dabei raus, dass eine Verschönerung der Donaustraße gewünscht wäre und die Belebung des Ortskerns anzustreben ist. Und mit diesen Ergebnissen haben sie halt dann handfeste Argumente, insbesondere für Fördergeber, gezielt Fördermittel zu beantragen. Es fundiert aber auch den Planungsprozess und verdeutlicht einfach die Handlungs- und Entwicklungspotenziale der Gemeinde. Ein zweites Anwendungsbeispiel, das ich mitgebracht habe, haben wir im Rahmen des E-Kids-Projekts durchgeführt. Das ist ein Projekt mit dem Gymnasium Eckenfelden zusammen und haben da eben den Schülern zu Auftrag gegeben, die Stadt Freyung hinsichtlich ihrer Klimafreundlichkeit zu erforschen und haben für die Schüler eben auch unterschiedliche Projekte auf Pappenplan angelegt. Also zum einen sollten sie regionale Produkte und den Lebensmitteleinzelhandel identifizieren und verorten auf der Karte. Zum anderen sollten sie untersuchen, inwiefern die Mobilität klimafreundlich ausgelegt ist in Freyung. Und noch weitere Projekte haben wir angelegt. Und ja, die Ergebnisse waren eben sehr schön und wären tatsächlich wünschenswert für nicht nur für Schülerprojekte, sondern eben auch für Partizipationsvorhaben im Allgemeinen. Denn herausgekommen ist ein sehr, sehr schöner, klimafreundlicher Einkaufsführer der Stadt Freyung, wo dann zu unterschiedlichen Themenbereichen eben verortet wurde, was Freyung aus dieser Perspektive zu bieten hat. Ein Beispiel eben dann wurde ist halt dargelegt, wo die Gastronomie beispielsweise ihre regionalen Produkte bezieht, welche Produkte sie verwendet, welche öffentlichen Verkehrsmittel eingesetzt werden, wo Verkehrsprobleme in Freyung sind. All das haben bereits Schüler, also 8. Klasse, identifiziert und ich bin überzeugt, wenn es mit Schülerprojekten möglich ist, dann ist das durchaus mit Erwachsenen noch umso mehr durchzuführen und auch notwendig. Ja, vielleicht als kurzen Ausblick, wo sehen wir die Applikation, welche Anwendungsfelder wären noch möglich? Natürlich aktuell immer noch im Bereich der Energiewende, aber auch, was immer mehr gehypt wird, ist eben das Thema Smart Cities, aber nicht zuletzt eben auch in der Regionalentwicklung oder bei Infrastrukturprojekten. Ich glaube, ich bin unter der Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist richtig, wir haben viel Zeit für Fragen. Ja. Gibt es Meldungen? Ja.
die Projekte, die Sie jetzt beispielhaft vorgestellt haben, Landesgartenschau, Dorferneuerung, also ich komme aus der räumlichen Planung auch und das sind ja softe Projekte. Muss man ja mal so konstatieren. Also jeder möchte Dorferneuerung, also auch eine Landesgartenschau bringt in der Regel nur Vorteile. Wie sieht's denn aus bei den harten, sehr konfliktträchtigen Planungen? Rohstoffabbaugebiet, Errichtung eines Windparkes, eine konfliktträchtige Trassenführung in der Bundesstraße. Gibt's da Erfahrung oder ist es wirklich übertragbar? Weil gerade dort wäre es ja interessant, kann dieses Instrument zur Steigerung der räumlichen Planung beitragen oder nie? Also es ist viel passiert und es sind auch schöne Ergebnisse, aber es sind ja softe Sachen eher. Ja, Sie haben das absolut richtig erkannt. Um ehrlich zu sein, wir haben uns noch nicht getraut. Wir sind noch sozusagen in der Mitte des Forschungsprojektes und wollen natürlich die Dosis langsam erhöhen. Aber es ist natürlich schon auch geplant, dann tatsächlich auch umstrittenere Projekte dann in Augenschein zu nehmen. Ja, meine Frage geht eigentlich auch in eine recht ähnliche Richtung. Und zwar habe ich es auch in der Vergangenheit öfter mal dann auch mit Kommunen zu tun gehabt, die dann als Argumente beispielsweise anbringen, also dagegen, warum man keine irgendwie Partizipationsverfahren online machen möchte, dass dann ja auch Leute aus China oder irgendwelche Bots dann entsprechend da Eingaben machen könnten zum Beispiel. Da würde mich halt interessieren, ob es da auch irgendwie eine Strategie gibt, dass man zum Beispiel verhindert, dass genau das passieren könnte, dass so ein Meinungsbild, also man sieht das ja gerade bei den Wahlen in den USA, wie so ein Meinungsbild dann beispielsweise über Bots geprägt werden kann und das eigentlich vorhandene Meinungsbild vielleicht etwas verfälschen könnte. Mhm. Ja, die gibt es, die Strategie. Ist auch sehr umfassend. Das, was ich jetzt vorgestellt habe, ist nur die technische Perspektive. Aber natürlich verlangt es auch eine Methodik, den Planungsprozess zu begleiten. Und ein Thema, was sozusagen vorgesehen ist, dass wir über Freischaltcodes sozusagen den Bürgern die Möglichkeit individuell geben, auf der Plattform zu aktiv zu werden. Zum Zweiten ist eine Moderation vorgesehen, die sozusagen das in Zaum hält, unter Kontrolle bringt. Da haben wir auch schon erste Gespräche mit Gemeinden geführt, ob sie sich denn bereit erklären würden, die Moderation zu übernehmen, wo wir zwar zögerlich, aber doch einige gefunden haben, die das machen würden. Und der dritte Baustein, den man auch nicht vergessen sollte, wenn man zumindest das Ziel hat, eine umfassende Beteiligung durchzuführen, ist, man muss auch sozusagen analogen Nutzern die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen und darf das nicht unter den Tisch fallen lassen. Und da haben wir uns überlegt, wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir so ein Einladungsschreiben für eine Bürgerversammlung zum einen eben mit den Zugangsdaten versieht, zum anderen aber auch beispielsweise mit einer analogen Karte, um wirklich denjenigen die Möglichkeit zu geben, ein Kreuzchen zu setzen, wo sie denn Verbesserungsvorschläge gerne hätten, um die dann aber immer wieder im Austausch analoge und digitale Medien dann rückzuspiegeln und tatsächlich dann auf einer Plattform dann Transparenz im Prozess abzubilden. Hier drüben. Ja, also von mir nochmal herzlichen Dank für die Vorstellung des schönen Projekts als jemand, der schon auch seit Jahren Open Government kennt und die Theorie dahinter, also finde ich eine schöne Umsetzung. Allerdings sehe ich es ähnlich kritisch wie mein Kollege auf der anderen Seite. Wenn es zu problematischen Projekten kommt, gerade erwachsene Menschen neigen ja dazu, es soll bitte alles so bleiben, wie es war. Ne, das ist dann auch der Unterschied, was ich vorgestellt hatte mit den Kindern, die gehen uneingenommen noch durch die Welt und sind halt noch nicht so vorgeprägt. Das ist bei Erwachsenen, denke ich, schon ein Problem. Aber also wie gesagt, die Idee finde ich toll. Ich habe auch keine Idee, wie man im Rahmen von so einem Projekt eben auch gleichzeitig noch dafür sorgen könnte, dass ja die Erwachsenen dann wieder aufgeschlossen werden, so, ne, dass man eben auch sagen kann, denkt doch mal weiter, denkt nicht immer bloß not in my backyard, sondern macht mal konstruktive Vorschläge. Gibt's da irgendeine Idee? Kann man da was implementieren? Ich bin wahrscheinlich sehr negativ, was das angeht. Also
Tatsächlich kann ich nochmal auf die Moderation des Prozesses verweisen. Und zum Zweiten ist angedacht, über die Freischaltcodes eine gewisse Anonymität herzustellen. Das heißt, schon aufzulockern und eben nicht sozusagen, der Bürgermeister hat die Meinung geäußert und jetzt schließt sich die Mehrheit der Community an, sondern eben tatsächlich unterschiedliche Meinungsbilder zuzulassen und auch über das Voting-System ein Meinungsbild zu generieren. Ich muss aber dazu sagen, das hat tatsächlich nur den Charakter eines Meinungsbildes, nicht eines rechtsverbindlichen Aktes oder so. Also wir leben in einer repräsentativen Demokratie, dementsprechend sind immer noch unsere gewählten Vertreter diejenigen im Stadtrat beispielsweise, die dann tatsächlich die Entscheidung treffen, in welcher Form das Projekt gestaltet sein soll. Oder ist das eine Anschlussfrage? Okay. Das ist natürlich genau das Problem. Dafür können wir beide nichts mit der repräsentativen Demokratie. Das ist natürlich dann eben auch, hat Frustrationspotenzial, ne? Wenn der Bürger sagt, wir haben uns doch so geäußert und jetzt machen die das trotzdem anders, weil rechtlich eben man nicht einfach bloß sagen kann, wir machen nichts, sondern es gibt ja auch eben, das ist ja alles immer eine Abwägungsentscheidung. Ja, also das, also wie gesagt, tolles Ding. Ich denke, das bringt die Sache schon viel weiter, aber die Randbedingungen sind bei der Sache einfach nicht einfach. Ja, danke für den interessanten Beitrag. Ich kenne allerdings mindestens zwei Firmen, die sowas schon seit Jahren machen. Deshalb die Frage, haben Sie diese Landschaft an Firmen, die sowas machen, vorher analysiert? Und wenn ja, warum haben Sie sich entschlossen, was komplett Eigenes zu entwickeln? Also natürlich haben wir die Landschaft analysiert, was sozusagen an Produkten vorhanden ist. Wir sehen aber tatsächlich oder wir haben nichts gefunden, was diese Kombination der drei Dinge ermöglicht. Zum einen das Crowdsourcing, zum anderen Projektmanagement und zum dritten die Visualisierung über Augmented Reality. Das, denke ich, ist aktuell noch ein Alleinstellungsmerkmal, aber es wird sich mit Sicherheit auch bald ändern. Ja, ich wollte noch mal eine Frage jetzt eher so in die technische Richtung stellen. Haben Sie sich denn bei den Technologien, die Sie da einsetzen, so ein bisschen um die Standards gekümmert? Also Thema Planung, wir hatten, glaube ich, gestern Vortrag zum Thema X-Planung. Augmented Reality, da ist natürlich immer das Thema, wie viel nutzen das wirklich, wie viel können es wirklich nutzen? Standard in der Richtung, sowas wie City-GML, vielleicht um zumindest einen 3D-Viewer damit zu bestücken, das können vielleicht schon mehr Leute angucken. Haben Sie da was in dem Projekt mit drin? Also haben wir eruiert, aber wir sind tatsächlich auf die Konstellation eben gekommen und wollen den Weg so weiterverfolgen. Also gut, gibt es noch weitere Anmerkungen? Oder? Wenn nicht, haben wir jetzt einige Minuten Zeit, 7 Minuten genau, bis zum nächsten Vortrag. Und ich möchte mich bedanken und auch für die Diskussion nachher.